Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute startet ein Vlog und ich wollte in dieser Perspektive starten, weil ich euch zuallererst zeigen wollte, dass diese Augenpatches zwar ganz cool sind, aber ein wenig rutschig sind. Das sind die neuen von Isana nämlich. Ja, ich wollte euch diese Woche einfach so ein bisschen mal mitnehmen durch meinen Alltag und einfach mal mit euch zusammen mein Leben leben, dass ihr mal seht, wie das Ganze so funktioniert hier bei mir. Und ich werde nämlich immer mal wieder gefragt, wie machst du dies, wie machst du das, wie machst du jenes. Tada, here we are. Ich habe jetzt gerade von Asam diese Watermelon Glow Maske drauf. Das heißt, da könnt ihr nämlich auch direkt das Ergebnis sehen. Deswegen dachte ich mir, dass es ganz cool ist, jetzt direkt zu starten. Und was heute ansteht. Heute ist übrigens Montag, der 12. Der 12. Februar und jetzt gerade ist Julius noch am Schlafen, das heißt, die Zeit habe ich jetzt genutzt, um mich ein bisschen fertig zu machen. Der ist eingeschlafen, während ich gefrühstückt habe. Das macht er ziemlich häufig, was sehr angenehm ist tatsächlich. Dann habe ich nämlich dann auch noch ein paar Minuten, um mich hier fertig zu machen und in den Tag halt für mich auch einzustarten. Und dann werde ich gleich ganz vorsichtig den kleinen Mann wecken, denn den packe ich mir dann natürlich mit ins Auto. Zu meinem Steuerberater muss ich erstmal fahren. Dort hole ich meinen Ordner ab, denn die Umsatzsteuervoranmeldung für das vierte Quartal 2022 wurde gemacht. Da durfte ich auch eine dicke, fette Nachzahlung leisten, aber das ist halt, ne, Ende des Jahres immer so. Und genau, dann auf dem Weg dorthin werde ich bei einem Arzt vorbeifahren, um ein Rezept abzuholen. Und dann fahren wir wieder zurück, dann gibt es ein bisschen Mittag, dann kommt meine Mutti und dann werden wir zusammen ein bisschen hier Haushalt machen, also wahrscheinlich Wäsche falten und so. Heute Abend, also es ist wirklich viel diese Woche los, deswegen habe ich gedacht, macht es definitiv Sinn, dass ich euch mitnehme. Heute Abend kommt nämlich eine Dame von der Familienhilfe hier bei uns im Dorf. Ich habe jetzt hier Dalton, habe ich übrigens diese Woche einen Code. Ne? Wenn ihr das Video seht, Beauty Claudi gibt euch 20% Rabatt auf das komplette Dalton-Sortiment außer Streichpreise. Wisst ihr Bescheid, ne? Könnt ihr gerne in der Infobox vorbeischauen, da habe ich euch das sicherlich auch verlinkt. Von der Familienhilfe oder wie das heißt, um uns einfach die Möglichkeiten, die wir hier bei uns im Ort oder in der Stadt, es ist ja wirklich eigentlich eine Kleinstadt, haben, aufzuzeigen. Und ich hoffe, dass sie uns dann auch so Tipps gibt von wegen Babyschwimmen, was da so angesagt ist oder keine Ahnung. Sowas wäre auch ganz interessant. Also ich bin mal gespannt, was sie uns so erzählen wird. Es wird halt einfach bei uns hier kostenlos angeboten. Wir hatten Post bekommen. Eigentlich wollte die irgendwann vormittags vorbeikommen, aber ich wollte ganz gerne, dass mein Freund halt auch mit dabei ist, weil wir das Ganze gemeinsam durchziehen. Wir sind ja ein Team und ich bin ja keine Alleinkämpferin. Und deswegen, ist er dann auch mit dabei. Mal gucken, was sie uns so erzählt. Jetzt habe ich hier das Enzymserum von Dalton. Ne, bisschen Werbung darf ich auch jetzt zwischendurch machen, oder? Muss ja sein, das ist ja mein Job, Leute. Ne? So verdiene ich ja auch mein Geld. So viel dazu. Dann habe ich noch irgendwas heute. Naja, halt das Übliche. Ne? Ich habe am Wochenende ziemlich viele Videos gedreht. Die werden jetzt nach und nach geschnitten natürlich und dann auch hochgeladen. Ich habe auch einige Reels und Shorts und so auch gedreht. Das mache ich meistens am Wochenende vorab, damit ich dann halt am Wochenende nur Videos drehe und in der Woche halt hier unten ganz normal meinen Alltag verbringe mit Julius und Schatzi und allem, was so dazugehört. Und das ist auch ganz schön so. Ja, muss ich halt alles noch ein bisschen mehr einpendeln, aber so wie es jetzt aktuell ist, gefällt es mir ganz gut. Das Outfit of the Day von Monday. Ich habe mir gedacht, ich werde meine Mom mal überraschen, denn sie hat mich, ich glaube, seit 3 Jahren nicht mehr in einer Jeans gesehen. Es ist crazy, Leute, ne? Ihr habt es auch letztens gesehen. Ich habe eine Kooperation mit Armed Angels jetzt und die Hose kommt aus der Detox-Denim-Reihe. Da gibt es jetzt mit Claudis Welt 15% Rabatt. Tada, gönnt euch hart. Und das Oberteil ist halt so ein ganz praktisches Chili-Milli-Oberteil. Zum einen ist es warm, es ist hier oben ein bisschen geschlossen. Und ich habe hier drunter dann so einen Stilltop einfach, ne, dass ich dann auch flexibel sein kann. Ja, das ist mein Outfit of the Day. Das sind die Schuhe of the Day, die sind neu, die muss ich eintragen.
wünsche mir Glück, dass meine Füße nicht abfallen. Und ja, jetzt werde ich den kleinen Mann mal vorsichtig wecken. Na, schaut mal, wer auch wach ist. Der kleine Sammy. Ja, guten Morgen. Er hat schon sein Frühstück bekommen, aber er isst das meistens nicht so auf. Das macht er so über den Tag verteilt, ne? Und ansonsten liegt er hier immer so auf seinem Teppich, beobachtet uns, aber muss erstmal noch ein bisschen wach werden. Liebe, 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 Liebe. Ganz viel Liebe für den kleinen, süßen Mr. Wow. Für den kleinen Mr. Wow. Kleiner Mr. Wow. Kleiner Mr. Wow. Ja, ja, Wachi Krauli. Wachi Krauli am frühen Morgen ist eigentlich immer so das Schönste, ne, Sammy? Ich glaube, mein kleiner Mann wird auch mal wach, ne, Sammy? Was meinst du? Wollen wir mal Julius wecken gehen? Ja! Woo! Woo! Und deine Pfotenhaare muss ich auch mal wieder schneiden. Ja, yeah, Maniküre, Pediküre, wir schaffen das schon, Sammy, ne? Kurze Planänderung, weil der Kleine noch so süß schläft, werde ich jetzt gleich noch den Staubi fahren lassen und die Küche machen. Ja, das muss auch mal sein. Wie macht ihr das im Haushalt? Sagt ihr, dann und dann mache ich die Küche oder, keine Ahnung, dass ihr euch irgendwie dann gewisse Räume vornehmt und das dann so abarbeitet? Oder macht ihr das so, ja, sorry für den Hausfrauen-Content, aber das gehört einfach dazu, ne? Oder sagt ihr euch, Mensch, ich bin gerade dabei, mir einen Kaffee zu ziehen, da kann ich auch einfach mal kurz zwischendurch die Spülmaschine ausräumen, während der durchläuft. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Alexa, starte Alfred. Braucht ein bisschen. Dauert manchmal ein bisschen länger. Aber irgendwann kommt das Signal an. Reinigung startet. Ich liebe ihn. Sammy eher nicht so. Alles gut bei dir, Maus? Jetzt ist die Brabbelphase, Leute. Was hast du, Julius? Was möchtest du erzählen? Wir kochen immer für 2 Tage. Das heißt, ich habe heute Flammkuchen von Samstag. Also ich finde, aufgewärmt schmeckt Flammkuchen tatsächlich auch noch recht lecker. Und während Julius noch ein bisschen schläft, die Spülmaschine läuft und ich satt und zufrieden bin, werde ich jetzt noch ein Video editieren, bis meine Mom kommt. Jetzt machen wir einen schönen Spaziergang zusammen. Die stolze Oma schiebt den Julius. Sammy gönnt sich das Feld. Ja, das muss auch auf jeden Fall mit in den Vlog. Das ist wichtig. Sammy, hm? Während der kleine Mann hinter mir langsam aufwacht, zeige ich euch mal mein Outfit of the Day. Das ist relativ sportlich gehalten, denn wir gehen gleich zur Osteopathie. Das ist soll ja ganz gut sein, ne? Und ja, genau. Heute Abend mache ich Rückbildungsgymnastik. Da ziehe ich mir aber noch ein anderes Oberteil an. Das ist irgendwie, habe ich bei Lidl gekauft. Das ist, glaube ich, von Bellybutton. Und ansonsten lässige Chucks, eine Sporthose. Läuft. Manchmal muss man auch einfach mal an der Straße anhalten und sich gönnen, wie wunderschön eigentlich die Natur sein kann. Ist das nicht schön hier? Hier ist ein Ball. Da war ein Auto. Also man kann sich eigentlich nicht beschweren. Hier ist es ganz schön. Und während der kleine Mann jetzt natürlich noch schläft, nutze ich die Chance und schneide ein Video, werde ein bisschen E-Mail-Korrespondenz machen. Tatsächlich musste ich auch eine Mahnung rausschicken. Das ist echt ärgerlich, ne? Auch sowas muss ich tatsächlich machen. Und ja, jetzt gerade schneide ich das Video Lookfantastic Valentinstagsbox und habe da auch mal Kontakt mit der Lookfantastic Box aufgenommen, ob die nicht vielleicht sogar Bock haben, mit mir mal eine Kooperation zu machen. Denn mit Glossybox arbeite ich ja zum Beispiel auch zusammen. Und da sind ja im Prinzip auch schon alle Weichen gestellt. Und die sind ja Schwesterfirmen, ne? Ja, dabei trinke ich mir dann entspannt ein Käffchen. Und dann geht die Party hier ab. So, das Video ist jetzt im Render-Prozess. Und ja, dann habe ich jetzt gerade auch noch Post bekommen. Und zwar eine liebe Kollegin von mir, die wird es euch am Ende des Monats selber auch nochmal sagen, wird mit YouTube aufhören. Und sie hat mich darum gebeten, dass ich einfach meine Bücher ihr quasi mit persönlicher Widmung zukommen lasse. Deswegen habe ich die jetzt von ihr hier und da kommt jetzt gleich die Widmung von mir noch mit rein. Ihr findet meine Bücher unten in der Infobox. Schaut gerne einfach mal vorbei. Da habe ich einmal über meine Schwangerschaft ein Tagebuch geschrieben. Hallo Mr. Bauchi.
Genau, das ist ein sehr, sehr ehrliches Tagebuch. Und Sammy endlich ankommen, das ist das Buch, was ich quasi, achso, ich könnte das Licht auch mal auf mich richten, ne? Fiktiv über die Vorgeschichte von Sammy geschrieben habe, weil der kommt ja aus Bosnien und ist auf der Straße groß geworden. Und da habe ich mir überlegt, was könnte er in den 2 Jahren erlebt haben. Ja, und habe darüber ein Buch geschrieben. Und wenn ihr beim Penitiv-Verlag shoppen geht, könnt ihr gerne den Code Claudi eingeben. Das ist für mich ein Affiliate-Code, dass ich dann auch quasi da noch eine gewisse Provision mit dabei bekomme. Und ihr bekommt dann eine Autogrammkarte, die sich übrigens 1A eignet, um sie als Lesezeichen auch zu verwenden. Ne? Genau, ja, das ist dann Sammy und ich. Genau, ja, dann werde ich jetzt mal eine herzerwärmende Widmung in beide Bücher verfassen und ja. Warte die 9 Minuten noch, wo das Video rendert, dann kann ich es bei YouTube hochladen, die Infobox füllen, dies, das, Ananas und dann ist auch schon wieder Mittag. Wahnsinn. Und Julius wird wahrscheinlich auch zwischenzeitlich aufwachen. Na, Sammy, bist du auch noch nicht ganz wach? Ist das nicht süß? Er hat ein Spieli bekommen. Habe ich euch wahrscheinlich schon gezeigt im Action Hall. Das ist dieser Elefant. Ja, da hat Sammy was zu schmusen. Und da hat doch einfach mal Fleurop Blumen vorbeigebracht. Ich gehe davon aus, dass Schatzi mir die geschickt hat. Aber Schatzi hat mir noch nicht zurückgeschrieben, ob die wirklich von ihm sind. So schön, so, so schön. Oh mein Gott, ich liebe einfach so bunte Blumen auch, ne? Ja, und das hier ist, das hat er ja organisiert, um das mal so zu sagen, über Vitamin B. Und genau, das hat er mir eigentlich auch zum Valentinstag geschenkt. Und das wird aber noch bei hier oben in meinem Drehzimmer in meinen Hintergrund kommen. Wir wollten nur erst, dass das hier sich so ein bisschen einspielt. Und den Blumenstrauß habe ich ja schon am Wochenende von Purish bekommen. Mega cool, ne? So als kleines Dankeschön für die Zusammenarbeit. Im Hintergrund hört man Julius. Und ja, jetzt habe ich hier so ein richtiges Blumenmeer. Mega cool. Oh ja, Julius, Mama kommt sofort. Die muss jetzt nämlich auch essen. Ja, Schatzi hat gerade geschrieben, dass es von ihm ist. Übrigens, das Essen ist von Sonntag und das habe ich jetzt quasi aufgewärmt, ne? Einfach Brokkoli mit Schnitzel. Da hat Schatzi so eine... Entschuldigung, eine Pilzsoße drüber gemacht, Kroketten aufgewärmt, ist immer schwierig, aber naja. Ja, und dazu etwas Apfelmus. Na, ich glaube, ich muss mal die Küche machen. Ne? Das bleibt halt alle nicht aus. Und das werde ich jetzt auch in Angriff nehmen, damit das hier mal wieder ein bisschen schicker aussieht. Und der kleine Mann sitzt da vorne, beziehungsweise liegt mir da, ja, und liebt es einfach, einem dabei zuzugucken, wie man hier in der Küche wuselt, die Spülmaschine ein- und ausräumt und so. Und beim Kochen zuzugucken, das ist voll sein Ding. Ja, guck, da ist der Mr. Baum auch am Start. Hallo. Guten Tag. Leute, jeder, der einen Soda-Stream hat, kennt ja wohl dieses hier, oder? Das ist so eklig. Also ich werde jetzt die Flasche sauber machen und, ja... Wahnsinn. Das werde ich auch sauber machen. Ich habe mir jetzt hier diese Sirup-Dosierer bestellt. Das hatte ich schon mal für ein anderes Gedönsen genommen. Habe das jetzt auch hier drauf gemacht. Auf das Eistee-Gedönsen. Ne? Und jetzt habe ich noch einen so einen Pumper. Den mache ich jetzt auf die Cola, weil das trinkt mein Freund relativ viel. Damit das Ganze ein Ende hat und nicht wieder so aussieht. Ich habe das, wie gesagt, schon mal ja verwendet. Und da war das halt so... Also kann ich euch auch in der Infobox verlinken, dass so dieser letzte Rest aus den Flaschen, der kommt nicht gut raus. Den musst du trotzdem rausschütten. Aber ansonsten sind die gar nicht mal so verkehrt. Also ja, so lässt sich das Schlimmste vermeiden. Und diese Amaryllis ist so geil. Die haben wir Weihnachten geschenkt gekriegt von meinem Papa und meiner Stiefmama. Und hier kommt schon wieder eine neue. Die musst du nicht gießen. Die hat hier in diesem Wachsding wohl alles, was sie braucht. Also das ist so krass, ne? Seit Weihnachten. Das ist heftig. Von Miss Curly Wachs. Ein Wachs, beziehungsweise eine Kerze brennt und erwärmt das Wachs, was da oben drin ist. Das hält Ewigkeiten vom Duft her. Am Anfang ist das super intensiv und füllt das ganze Haus mit dem Duft. Und später hat man halt auch noch genug für die Küche. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon dieses Wachs hier oben drin habe. Und es duftet immer noch so, so schön. Richtig cool. Schaut gerne mal bei ihr vorbei. Ja, das hat jetzt leider nur für die beiden gereicht. Aber es ist so satisfying, diese Schublade jetzt so sauber zu sehen. Ich werde mir jetzt noch... ein, zwei weitere von diesen Teilen bestellen. Nein, ich glaube, ein Paket reicht, weil mehr als 4 Siruppe haben wir normalerweise nicht gleichzeitig offen.
Ja, und jetzt ist die Küche auch halbwegs sauber. Es ist jetzt nicht rein oder sonst irgendwas. Es ist einfach, ja moin Sammy, es ist einfach jetzt so ein bisschen, ne, sauber. Und warum habe ich sie sauber gemacht? Damit ich sie wieder dreckig machen kann. Ist doch auch gut, oder? Es nebelt. Mega cool, ne? So werden nämlich hier die Pflanzen gegossen quasi. Ich finde es ja immer großartig, wenn auf Rezepten 15 Minuten draufsteht und man letztendlich eine Dreiviertelstunde braucht. Aber na, gut, ja, jetzt habe ich hier schön 4 Portionen abgepackt. Das ist dann für morgen und übermorgen. Kann mein Freund mit zur Arbeit nehmen und ich kann es dann hier essen. Und während ich gekocht habe, ist DHL vorbeigekommen und hat ein Päckchen gebracht von Maxim Giacomo GmbH und dem Pelletier Verlag. Da bin ich mal gespannt, was hier drin ist, was Danny und Maxim mir geschickt haben. Julius ist übrigens bei den wundervollen Kochgeräuschen eingeschlafen und ich habe ihn jetzt einfach nochmal in der Küche stehen lassen. Der ist jetzt quasi direkt hinter mir, ne? Also ich höre ihn, er hört mich und ja, dann kann er noch ein bisschen seinen Mittagsschlaf machen. Bin echt gespannt. Also ich habe tatsächlich die neuen Kochbücher auch mir bestellt. Ja, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Also ich habe 3 Sachen jetzt hier. Gucken wir mal zusammen rein. Einmal habe ich hier Manny Cooks, die Günstmaus-Edition. Richtig süß, also die Rosa-Edition. Und ich habe jetzt wirklich auch den kompletten Regenbogen bald zusammen. Ne? Was ist denn da zum Beispiel drin? Einfaches Hühnerfrikassee, das wird meinem Freund sehr gefallen. Fladenbrot-Grundrezept, Birne auf Gorgonzola. No. Waffeln-Grundrezept. Oh, letztens wollte ich unbedingt Waffeln haben. Aber ich glaube, die Dame vor der Dame vor mir hat den letzten bisschen Waffelteig quasi gekauft. Und dann haben wir hier Manny Cooks, die Community Edition Nummer 3. Und da bin ich sehr gespannt, ob meine beiden Rezepte es hier mit reingeschafft haben. Ich habe nämlich 2 eingereicht. Ist auch immer interessant. Corinns Rotweinkuchen ist hier drin enthalten. Ich hoffe, dass der, das ist so geil, ne? Weil man kennt sich ja, weil in Dannys Twitch-Stream habe ich auch schon die ein oder andere kennengelernt. Herrliches Hack im Back, sehr geil. Das hat, das ist von meinem Schatz, sehr geil. Und Oma Mariannes süße Tomatensoße, sehr, sehr cool. Ja, also da sind 2 Sachen von meiner Familie mit drin enthalten. Und Oma Marianne ist meine Oma Marianne tatsächlich. Also auf Seite 24 bis 25 und 26 bis 27 findet ihr die Rezepte, die ich eingereicht habe. Wundert euch echt nicht über Omas süße Tomatensoße, ne? Also das ist halt bei uns alles ein bisschen anders. Dann habe ich jetzt hier noch, der Staubi fährt hier so ein bisschen durch die Gegend, ne? Eine Tasse, glaube ich, weil das ist die Verpackung von Tassen im Pelletier-Keller. Oh geil, die Partnertasse, ja. Weil ich bin jetzt ja auch nicht nur Autorin, sondern auch Pelletier Verlagspartnerin. Das heißt, ihr könnt ja mit dem Code Claudi, habe ich euch eben schon gesagt, ne, eine Autogrammkarte bekommen. Sehr cool. Wir machen wieder einen Spaziergang. Das ist einfach großartig. Bei Wind und Wetter bringt Sammy einen natürlich nach draußen. Und jetzt halt umso mehr, ne? Ja, das ist unser Wald. Also der gehört nicht uns. Der ist nur einfach hier da. Und da gehen wir gerne spazieren. Anfangs pirscht Sammy immer hervor und rennt und am Ende muss man ihn immer wieder rufen und auf ihn warten und er trödelt und trödelt, ganz das Frauchen. Sapi, also nachdem wir vom Spaziergehen wieder da waren, habe ich dann noch ein kleines Minenfeld draußen beseitigt und jetzt noch ein Video geschnitten. Dann werde ich gleich vorsichtig mal Julius wecken, damit er noch sein Abendbrot bekommt, bevor ich meinen Rückbildungskurs mache. Und dann ist heute Abend Sport angesagt. Also heute war echt wirklich mal ein sehr produktiver und sehr aktiver Tag für mich. Ja. Oh, und ich muss noch gleich in meine E-Mails gucken, weil ich noch auf eine Freigabe zu einem Video warte für morgen. Uiuiui. Mr. Bau ist schon im Träumeland. Julius ist auch schon im Schlafenland, wollte ich gerade sagen. Am Schlafen. Ich glaube, ich sollte mal duschen gehen. Und dann mal so langsam auch Richtung Bett. Das wäre ja mal ganz nett. Baby, you give me eyes.
Hier hätten wir jetzt mein fast intellektuelles Outfit of the Day von Mittwoch. Ja, die Jeans, die ich ja schon Montag anhatte von Armed Angels. Dann habe ich ein Stilltop an, darüber ein sehr, sehr, sehr lockeres Oberteil. Und das habe ich in verschiedenen Farben, weil ich es toll finde. Und wie jeden Morgen, ohne Kaffee, ohne mich. Auch heute möchte ich euch ganz gerne zeigen, was bei mir jetzt gerade so posttechnisch angekommen ist, also paketmäßig. Einmal habe ich hier bei Neo bestellt, das hatte Maxim letztens auch vorgestellt. Also Neo Nail hat Make-up rausgebracht, das wollte ich ausprobieren. Dann habe ich bei Elf bestellt, das ist auch so ein paar Neuheiten, die ich interessant fand. Vor allem die neuen Concealer, auch da hat Maxim mich angefixt. Der alte Influencer, der unglaublich. Das hatte ich auch bei Instagram in meiner Story, dass das Set halt mega krass reduziert war. Eins habe ich für mich bestellt, eins habe ich für eine Freundin bestellt. Und weil ich über einen gewissen Warenwert kam, gab es dann noch für Umme mit dabei so eine Look Fantastic Box. Ich glaube, das ist Sommer letztes Jahr irgendwie gewesen. Die wird dann demnächst mal verlost werden. Dann kam jetzt auch endlich mal meine eigene Glossy Box Après Chic an, also die, die ich selber im Abo habe und nicht in Kooperation zugeschickt bekomme. Bei Purish habe ich selber bestellt und habe mir das neue Catrice Sortiment gekauft. Also da könnt ihr tatsächlich, ja, aktuell leider nicht mit meinem Code auf Catrice sparen, aber auf viele andere Marken, ne, bei Purish. Genau, und dann habe ich auch noch die Pam Box gerade bekommen. Da werde ich dann auch die Tage mal das Unboxing zu drehen. Aber meistens sind meine Drehtage ja eh Samstag und Sonntag. Und jetzt gehen wir erstmal eine Runde spazieren. Oh ja, heute war ein ziemlich anstrengender Tag. Ja, nicht nur, weil Julius nicht so viel Lust hatte zu schlafen, dann ist man meistens abends etwas geräderter, mehr gerädert, wenn das Kind halt nicht schlafen möchte. Ne? Und ja, dann habe ich auch noch ein sehr aufwendiges Video geschnitten. Tatsächlich, also man mag es kaum glauben, aber der PR-Haul, den werde ich dir mal hier verlinken, da habe ich ungefähr 5 Stunden dran geschnitten. Das ist ziemlich viel, aber man muss auch bedenken, ich bin immer mal wieder rausgekommen aus meinem Denkgedönsen und so und dementsprechend war das dann etwas schwieriger, sodass ich da dann halt meinen Gedanken wieder neu fassen musste und so. Und man sieht es vielleicht im Resultat gar nicht so sehr und wenn man das halt gar nicht so kennt, wie der Aufwand ist, bis das Video halt entstanden ist, dann erscheint einem das Video auch gar nicht so aufwendig, wie es dann tatsächlich eigentlich war, ne, das zu schneiden. Aber gut, ja, ich habe es ja gerne gemacht und habe es auch gerne tatsächlich dann separat gemacht, weil ihr hattet euch das auch mal gewünscht, dass ich das mal inkludiere in normale Videos oder in normale Hauls und mal halt separat mache. Und das habe ich jetzt in dem Fall wieder separat gemacht. Genau, dann habt ihr nämlich da die volle Ladung an Codes und Hasse nicht gesehen bekommen. Heute ist ohne Haare waschen und genau, könnt ihr nämlich jetzt sehen. Ich habe ja jetzt das Shampoo von L'Oreal in Anwendung, ne? Dieses Hydra irgendwas. Ich weiß es nicht. Also ich hatte ja schon dieses Dreamlength, die Reihe, die fand ich ja richtig gut. Aber diese Hydra-Reihe, ich finde, dass die meine Haare zu griffig macht. Also das ist mir schon fast zu viel. Schreibt ihr mal gerne in die Kommentare, was ihr so meint. Aber mir persönlich fehlt irgendwie so dieser Glanz und dieses, weiß ich nicht, es fühlt sich zu beschwert an irgendwie, auch auf den Haaren. Naja, aber wie gesagt, Dreamlength ist dann mehr so meins. Ja. How to make a bommel. Take your hair over your Kopf. Mach so. Zack. Dann machst du so. Dann machst du so und so. Ich kann das gar nicht beschreiben, was ich da genau mache. Ich mache halt irgendwie so. Hab dann am Ende meinen Bommel. Und das ist halt einfach ganz gut, wenn ich jetzt gleich ohne Haare dusche, also nur eben meinen Körper und mein Gesicht halt wasche, ne, dass ich dann halt meine Haare auch trocken behalte, ohne dass ich jetzt irgendwie groß... Oh, das habe ich ja ganz toll hingekriegt. Ohne groß irgendwie noch einen Turban aufsetzen zu müssen. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Okay, so viel dazu. Das war ein anstrengender Tag. Es ist Weiberfastnacht und deswegen wird das hier heute mein Outfit of the Day werden. Mit nicht hohen Schuhen. Zum aktuellen Zeitpunkt sehe ich noch so aus. Da werde ich mir dann gleich ein Zwischenoutfit hinzufügen und Sammy wird sich das Ganze ganz entspannt angucken. Der Staubi fährt jetzt auch schon durch die Gegend. Ja, das wird ein Tag.
neuer Akku, neues Glück. Genau, ich habe hier ein bisschen was ich noch hochräumen wollte. Und tolle Lichtverhältnisse. Ja, draußen ist hell, ne? Ja, ich wollte auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen was in meine Aufgebraucht-Kiste sammeln. Tolle Kameraführung, Claudi. Und ja, danach, ja, das ist das die Familienwiege von meiner Stiefmama. Problem ist da tatsächlich, Julius mag die leider nicht so gerne. Die steht jetzt eher so zu Dekozwecken hier oben. Auf jeden Fall wollte ich hier noch ein bisschen was für mein Outfit raussuchen, weil natürlich brauche ich ja auch schminktechnisch Sachen. Und ja, dann noch ein paar Handschuhe, Einlagen für die Schuhe brauche ich auch, weil wir sind auf dem Zelt, da könnte es ein bisschen kalt werden, ne? Und ja, es ist tatsächlich so, dass mein Schwiegerpapa in Spee und seine Frau auf Julius aufpassen. Und ja, aber nur kurz, ne? Also von 2 bis 4 ungefähr und dann kommt Schatzi schon wieder nach Hause. Das ist ganz entspannt. Ja. Genau, dann werde ich jetzt hier noch ein bisschen rödeln und dann wird ein Video geschnitten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn die Party abgeht. Das war gestern echt grandios, Leute. Oh, ich habe es so genossen. Und es hat auch alles super funktioniert mit Julius zu Hause. Ja, jetzt Freitag, Outfit of the Day, einfach eine chillige Jeans. Ich werde heute das Haus nicht verlassen. Crocs und halt so ein Chili-Milli-Wolfi und ein Stilltop drunter. Ich bin total platt. Ich habe heute auch eiskalt. Nicht am Rückbildungskurs teilgenommen, weil sowohl Julius heute Morgen total müde war, als auch ich. Deswegen haben wir das einfach mal sein lassen. Und ja, ansonsten entspannt in den Tag gestartet. Ich habe jetzt eben eine ganz schön lange Ecke mit meinem Cousin mal telefoniert. Das war auch ganz schön. Der wohnt 700 Kilometer entfernt. Also man sieht sich echt selten. Und ja, sonst werde ich gleich noch ein paar, weiß ich noch nicht genau, machen. Wach werden wäre mal ganz gut. Selbstverständlich sind gestern, als ich nicht da war, auch noch Pakete eingetroffen. Und ja, ich muss Licht anstellen, weil draußen ist richtig dunkel schon. Obwohl es erst 3 Uhr ist. Wahnsinn. Zum einen neue Backbleche. Die hat die liebe Corinne mir empfohlen. Ich habe bislang jetzt keine gefunden, die in irgendeiner Art und Weise in den IKEA-Backofen passen könnten und die uns qualitativ ja angesprochen haben. Deswegen habe ich jetzt 2 von Kaiser bestellt. Die gab es bei Amazon. Das hatte sie mir geschickt. Und dann möchte ich das gleich mal mit euch auch ausprobieren. Die Glossybox Girl als Limited Edition Box ist bei mir eingetroffen. Da mache ich euch ein Unboxing. Die Box ist noch nicht verfügbar, wo ich das Video drehe, aber wird sehr, sehr bald kommen. Und sobald es verfügbar ist, werde ich euch dazu auch das Unboxing online stellen. Von L'Oreal habe ich mir einmal ein Bundle von Hella Foundation bestellt, wobei die mir wahrscheinlich auch schon wieder zu dunkel sein wird. Das heißt Verlosung, Verlosung, Verlosung. Und die ja, moin, Julius. Und die beiden neuen Primer habe ich mir auch bestellt. Also PR-Paket. Und hier habe ich mir von Lyko etwas bestellt. Da hat Chiquita's Place, ne, immer mal wieder tolle Hauls, die sie online stellt. Und da hat sie auch eine Lyko-Box ausgepackt. Und ich habe da, ja, die Box fand ich jetzt nicht so ansprechend. Aber ich habe diese Box gesehen, als ich da online gestöbert habe. Und die fand ich toll. Da werde ich euch dann auch noch ein Unboxing zu filmen. Das ist die Estee Lauder Holiday Collection Schlag mich tot Geschichte. Und da fand ich die Paletten halt auch so super ansprechend, ne? Na guck, jetzt ist gerade auch noch die aktuelle Welcome Edition von der Goodiebox eingetroffen. Da werde ich euch auch noch ein Unboxing zu drehen, ne? Das scheint recht prall gefüllt zu sein. Sieht soweit so gut aus. Ja, alle paar Monate machen wir auch etwas bei Sammy und zwar trimmen wir seine Pfotenhaare. Dafür verwende ich einfach einen ausrangierten Rasierer von meinem Freund und oder halt eine Haarschneideschere, je nachdem, worauf ich gerade so Bock habe. Und ja, dann werden die Pfotenhaare getrimmt, weil wir hauptsächlich durch den Wald laufen und nicht so super viel über Asphalt. Wenn man viel über Asphalt läuft, dann ja, wetzen die sich genauso ab wie halt auch die Krallen. Aber wenn man das halt nicht macht, also viel durch den Wald läuft halt, ne, dann ja,
kann man ab und an die Pfotenhaare trimmen, dann verfängt sich da weniger Schmutz und Eis und Schnee und so weiter drin. Das ist eigentlich immer ganz gut. Und dann verwende ich auch immer einen Pfotenbalsam, um seine Pfötchen zu pflegen. Such dir einen schönen Platz, kleiner Mann. Bitte schön. Ja, das ist gut. Komm hier. Platz. Ja, du hast so ein hartes Leben. Oh, und dann kommt Frauchen auch noch und schnippelt dir da mit den komischen, vibrierenden, lauten Dingern an den Füßen rum. Wie gemein von ihr. Wie gemein von ihr. Meinst du, wir schaffen es gemeinsam? Wie jedes Mal? Ne? Ist noch keiner bei gestorben hier. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. My appetite, don't leave me here high and dry. Das hört sich immer schlimmer an, als es eigentlich ist. Eigentlich ist der kleine Mann danach immer sehr glücklich, dass seine Pfoten auch wieder vernünftig sind und er nicht durch die Gegend rutscht, weil wir haben ja überall Fliesen und er rennt ja auch manchmal hier bei uns durch die Wohnung. Und ja, wenn er so viele Pfotenhaare hat, dann rutscht er und das ist dann unangenehm. Wenn er jetzt aber so wieder seine Pfotenballen richtig verwenden kann, dann rutscht er nicht und hat auch wieder ein bisschen mehr Grip. Das ist für ihn immer ganz toll. Ein kleiner Mann, ein kleiner Mann. So, kommt jetzt gleich noch ein bisschen Pflege. Dann kriegt er sein Abendbrot. Und dann werden Herrchen und Frauchen auch gleich mal ein bisschen Abendbrot kriegen. Das hast du so gut gemacht. Das hast du so gut gemacht. Ja, feini. Feini, 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 feini. Feini, 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 Feini. Bist du ein Feini? Wer ist ein Feini? Du bist ein Feini? Du bist ein Feini? Wirklich? Gesundheit? Bist du wirklich ein Feini? Ja. Ja, 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 ja. Hier haben wir das chillige Samstags-Outfit of the Day. Das ist einfach nur ein grauer Pulli und eine Leggings und chillige Schuhe und ein Haarreif. Schatzi hat gekocht und es gibt lecker Kartoffeleintopf mit Würstchen und dazu gibt's für mich Apfelmus. Yo, falls ihr euch übrigens wundert, wir kriegen ja HelloFresh immer noch geliefert, also haben wir immer noch in Bestellung. Dementsprechend heute ist die HelloFresh-Bestellung gekommen, die hat Schatzi dann ja auch eingeräumt und so. Und jetzt habe ich hier ein paar Kartons, die wollen zerrissen werden. Schlussendlich hatte ich mich jetzt doch gegen Film und für einen produktiven Ich-schneide-Videos-Tag entschieden und habe letztendlich 4 Videos geschnitten. So geil, Leute, weil Julius und Schatzi haben so toll heute gespielt und gemacht und getan. Und Schatzi hat da was ganz Neues für Julius auch bestellt, was echt super funktioniert hat. Und ja, deswegen war ich heute dann auch produktiv beim Schneiden. Ja, zwischenzeitlich ist die Post gekommen, aber es war... Also es ist ganz schön spät geworden. Wir haben es jetzt 9:30. Ist die Uhr jetzt doch stehen geblieben? Ja, die ist doch stehen geblieben. Wir haben es eigentlich 9:30 abends. Naja. Zum einen ist die Sarah Harrison Box eingetroffen. Und ja, die Spülmaschine ist gerade am Spülen. Und hier ist jetzt der Beweis. Ne? Es ist wirklich, die Uhr ist stehen geblieben. Schatzi hatte eben echt recht. 21:36 Uhr und ich bin immer noch am Arbeiten. Läuft bei mir. Und ja, die Küche sieht schon wieder aus wie Sau.
machst du nichts dran, ne? Und hier haben wir eine Colourpop-Bestellung, wo ich ziemlich viel Zoll auch bezahlen musste. Ich glaube, fast 30 Euro, 29,50 Euro, genau. Und 50 Cent Trinkgeld habe ich dem Postboten dann auch gegeben. Das muss ich noch auspacken und mir genau anschauen. Da habe ich auch noch ein Geburtstagsgeschenk für jemanden mit dabei, die bald Geburtstag hat. Ne, Sammy, du hattest ja letztens erst Geburtstag. Du hattest ja letztens erst Geburtstag, du kleiner Wurm, du. Ja, ein Video mit dir habe ich heute auch geschnitten. Ja, das müsste auch schon online sein. Genau, ja. Oh, so niedlich. Und so verschlafen, der kleine Mann. Ja. Genau. Was ein artiger Mr. Wow. Ne? Das Sonntagsoutfit of the Day unterscheidet sich jetzt nicht so ultimativ von dem von Samstag, aber ja, ist halt ein grauer Pulli, ne? Ist ganz angenehm. Und dazu eine schöne kuschelige Leggings und meine Hausschuhe. Sehr gut. Heute versuche ich zu filmen und... Das ist echt so, ne? Man versucht es wirklich die ganze Zeit. Und ja, ich möchte mich mal um Wäsche kümmern. Ich glaube, das muss mal sein. Hier hat Schatzi heute Mittag gekocht. Und zwar Babyspinat, Spätzle, Pfanne in cremiger Soße getoppt mit gerösteten Walnusskernen. Die gerösteten Walnusskernen sehe ich hier nicht. Aber das ist nicht schlimm. Es war super, super lecker. Und er hat dazu offensichtlich von Just Spices dieses Barbecue-Gewürz noch drüber gegeben. War sehr würzig, war echt lecker. So, Schatzi und Sammy sind jetzt spazieren. Und hier habe ich jetzt eigentlich Stoff für genug Videos, die ich jetzt drehen könnte. Hier haben wir auch nochmal meine Bücher, Leute. Ne? Zieht ihr euch auf jeden Fall rein. Ist natürlich in der Infobox verlinkt. Wisst ihr Bescheid? Ein Buch über meine Schwangerschaft. Hallo Mr. Bauchi. Und ein Buch über Sammy. Sammy endlich ankommen. Über seine fiktive Vergangenheit, bevor er zu uns gekommen ist. Und hier habe ich halt auch die Ampullensets, die jetzt aktuell bei Dalton um 20% rabattiert sind. Und mit Beauty Claudi könnt ihr jetzt auch nochmal on top 20% drauf sparen. Ich habe euch das in einem Video auch schon gezeigt und wahrscheinlich auch schon in einem Short und einem Reel und hasse nicht gesehen. Also da könnt ihr gerade mega drauf sparen. Das wollte ich hier nochmal ins Video auch mit aufnehmen. Und ich habe es jetzt auch nach hier oben geschafft, dass ich jetzt hier auch schön drehen kann. Hab mein Baby im Blick und in der Hörweite. Ich glaube, da könnte sich gegebenenfalls was tun. Da muss ich gleich mal schauen. Nein, Claudi, nicht wegen jedem Pups. Da ist gerade nur ein Auto vorbeigefahren. Ich glaube, das habe ich gerade gehört. Ne? Denn das ist halt, man hat ja alles im Blick. Und jetzt werde ich ein paar Reels drehen und, ach, Shorts, Entschuldigung, ich muss da noch drauf klarkommen. Ein paar Videos werde ich drehen. Und ja, ich habe euch jetzt einfach mal eine Woche mitgenommen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so fandet, ob euch das gefallen hat, ob ihr das interessant fandet. Also ich finde meinen Alltag jetzt nicht so super spektakulär, aber ihr habt immer mal wieder danach gefragt. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, diese Woche drehe ich meinen Vlog. Ja, ansonsten ist es jetzt halt einfach Arbeiten, ne, für mich. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir um mich herum meine Playlist mit den Claudi zeig mal Sachen, meinen neuesten Upload. Du kannst mich abonnieren, wenn du möchtest. Dies, das, Ananas. Schau dich gerne um. Und ja, das war jetzt so mal ein Einblick in meinen Alltag, in mein Leben. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!